Hallo zusammen. Vor ziemlich genau 40 Jahren kam ein Film in den USA raus, der mir richtig Angst gemacht hat, als ich ihn das erste Mal sah. Es lag nicht an Johnny Depp, der da seine erste Filmrolle hatte, sondern an der Idee und dem Filmmonster, Freddy Krueger. Ja, ich spreche von A Nightmare on Elm Street. Ihr kennt den hoffentlich, denn ich werde jetzt ein bisschen spoilern. Nightmare handelt von ein paar Teenagern, die von Freddy Krueger träumen und die in ihren Träumen von Freddy Krueger getötet werden und auch gleichzeitig im echten Leben sterben. Und sie werden getötet als Vergeltung, weil die Eltern dieser Teenager Freddy Krueger lebendig verbrannt hatten. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen nicht mehr schlafen wollten, nachdem sie den Film gesehen hatten. Einfach, weil sie Angst hatten, dass sie was träumen, das sie umbringen könnte. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und irgendwie stelle ich mir immer noch die Frage, kann ich durch Träume sterben? Erstmal, es ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass Menschen im Schlaf sterben. Für die meisten ist das, glaube ich, sogar die beste Art zu sterben. Also solange das nicht so blutig passiert wie bei Nightmare on Elm Street. Wenn Menschen entschlafen, was in dem Zusammenhang ausnahmsweise mal eine akzeptable Formulierung ist, dann zum Beispiel, weil sie eine Herzerkrankung haben oder weil sie einfach nicht mehr die Jüngsten sind und vielleicht die Atmung zu lange aussetzt. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, also wenn man viel Fantasie hat, dass man was träumt und das, was man träumt, einen so schockt, dass man vor lauter Schreck einen Herzinfarkt bekommt. Vor Schreck zu sterben passiert generell sehr selten und wenn, dann nur Menschen, die durch Vorerkrankungen Blutgefäße haben, die geschädigt sind. Ob das jemals vorgekommen ist, vom Albtraum in den Tod, weiß man nicht, aus verständlichen Gründen, weil ja niemand weiß, was jemand geträumt hat, der im Schlaf gestorben ist. Was aber vorgekommen ist, und das war sehr mysteriös und anscheinend auch die Inspiration für Wes Craven, Nightmare on Elm Street zu schreiben, ist Folgendes. In Laos, das liegt zwischen Vietnam und Thailand, herrschte ab den 1950ern bis in die 1970er Jahre Bürgerkrieg. Viele Menschen sind damals geflohen, einige auch in die USA. Es waren auch Menschen dabei, die zur Volksgruppe der Hmong gehörten. Die Hmong glauben, dass es gute Geister gibt und auch böse Geister. Wer zu den guten Geistern betet und ihnen zum Beispiel Opfergaben bringt, den beschützen sie vor den bösen Geistern. Wer das nicht tut, der wird von den bösen Geistern im Traum verfolgt. Ist nicht so dramatisch, man kann sich in so einem Fall immer noch von einem Schamanen helfen lassen. Wenn denn einer in der Nähe ist, und das war wohl in den USA im letzten Jahrhundert nicht der Fall. Die Hmong, die dort lebten, die waren in alle Himmelsrichtungen verstreut. Sie konnten ihre traditionellen Rituale nicht durchführen und es war kein Schamane weit und breit da. Und das hatte Folgen. Dutzende junge Hmong-Männer starben urplötzlich im Schlaf. Obwohl sie anscheinend total kerngesund waren. Seltsam, oder? Fremdes Land, Krieg zu Hause, böse Geister, denen man hilflos ausgeliefert ist. Das kann schon was mit einem machen. Vielleicht waren die Todesfälle Folge eines sehr intensiven Nocebo-Effekts. Ihr wisst schon, der böse Zwilling des Placebo-Effekts. Und falls ihr das noch nie gehört habt, drückt ihr bitte jetzt auf den Abo-Button, denn über Placebo und Nocebo habe ich hier schon mal was erzählt. Es gibt da echt extreme Beispiele, wie die Geschichte von einem 26-jährigen Amerikaner. Der war schwer depressiv und nahm an einer Studie teil, in der ein Antidepressivum getestet wurde. Als sich seine Freundin von ihm trennte, schluckte er alle 29 Tabletten auf einmal. Er fing an zu zittern, die Atmung fiel ihm schwerer und er kollabierte total, als er in die Notaufnahme kam. Und da bemerkten die Ärzte, dass ihr Patient Teil der Placebo-Kontrollgruppe war und überhaupt keine Tabletten mit Wirkstoff geschluckt hatte. Als sie ihm das erzählten, waren die Symptome sofort verschwunden. Und vielleicht war es bei den Hmong, die plötzlich im Schlaf gestorben waren, ganz ähnlich. Die Hmong sind überzeugt davon, dass böse Geister sie im Schlaf lähmen und dann ersticken können. Und das klingt ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Dass man keine Luft bekommt und wie gelähmt ist, das haben den Kommentaren nach bei diesem Video einige von euch sogar schon mal selbst erlebt. Nennt sich Schlafparalyse und wird ganz wissenschaftlich erforscht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Schlafphasen. Ganz grob kann man diese Schlafphasen in zwei Gruppen einteilen. Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Träume kommen besonders häufig während des REM-Schlafs vor. Das können sehr aktive Träume sein, indem wir zum Beispiel in einem Boxring mit einem Känguru kämpfen und danach trinken wir Cocktails in der Bar eines Zeppelins, kurz bevor wir mit einem Fallschirm in die Tiefe springen. Das könnte alles sehr schmerzhaft sein, wenn wir unsere Träume direkt in die entsprechenden Bewegungen umsetzen würden.
Dass wir das nicht machen und einfach still und friedlich im Bett liegen bleiben, das liegt daran, dass wir im REM-Schlaf größtenteils gelähmt sind. Die Bewegungsbefehle unseres Gehirns werden nicht weitergeleitet, weil in dieser Schlafphase im Hirnstamm und im Rückenmark die Aktivität der Neuronen gehemmt wird, die unsere Bewegungen steuern. Nicht beeinträchtigt ist die Bewegung der Augen. Die bewegen sich im REM-Schlaf sogar besonders intensiv, daher auch der Name REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Diese Lähmung ist eine Schutzfunktion unseres Körpers. Wenn wir aufwachen, wird dieser Lähmungszustand sofort beendet und deshalb kriegen wir das gar nicht mit. Normalerweise. Es kann aber passieren, dass beim Einschlafen zum Beispiel oder beim luziden Träumen, hatten wir in diesem Video, also wenn man beim Träumen bewusst ist und merkt, dass man träumt, dass dann die Lähmung schon eingesetzt hat und ihr das dann ganz bewusst mitbekommt. Das kann auch beim Aufwachen passieren, wenn die Lähmung noch nicht ganz verschwunden ist. Die Augen sind geöffnet, ihr seid wach, aber ihr könnt euch einfach nicht bewegen. Gut, das passiert bei mir eigentlich jeden Morgen. Bei der richtigen Schlafparalyse, also wenn ihr bewusst mitbekommt, dass ihr euch nicht bewegen könnt, kann es auch passieren, dass ihr das Gefühl habt, nicht atmen zu können. Denn die Atemmuskulatur ist von dieser Lähmung auch teilweise betroffen. Genauer gesagt, die Brustatmung ist beeinträchtigt. Die Zwerchfellatmung funktioniert ganz normal, kann sich trotzdem sehr ungewohnt anfühlen und auch ein bisschen furchteinflößend. Vor allem, wenn ihr noch halb am Träumen seid und vielleicht irgendwelche Ungeheuer seht, die sich auf eure Brust setzen und euch beim Atmen behindern. Die Schlafparalyse ist Ursprung vieler Legenden und Geistermythen, egal um welchen Kulturkreis es sich handelt. Dabzuam bei den Hmong, Hexen in der angelsächsischen Folklore. Diese Nightmares, auf Deutsch Nachtmare, die kommen in den unterschiedlichsten Formen vor. Und falls ihr das schon mal erlebt, keine Panik. Die Lähmung geht schnell vorbei. Und es gibt auch Tipps, wie ihr grundsätzlich verhindern könnt, überhaupt erst in so eine Atemnotsituation zu kommen in der Nacht. Wenn es geht, schlaft nicht auf dem Rücken, sondern auf der Seite oder auf dem Bauch. Da kommt so eine Schlafparalyse nämlich seltener vor. Es hilft auch, tagsüber Stress zu vermeiden und regelmäßig zu meditieren. Genau wie immer zu denselben Zeiten schlafen zu gehen. Also alles, was man zur guten Schlafhygiene zählen würde. Es hilft nicht nur gegen Schlafparalyse, sondern auch gegen Albträume allgemein. Und solltet ihr trotz allem häufiger mit Schlafparalyse zu tun haben, dann könnte auch sowas wie Narkolepsie dahinter stecken. Das ist, wenn die Schlaf-Wach-Regulation im Gehirn gestört ist. Das solltet ihr dann mal medizinisch klären lassen. Also, kann ich durch Träume sterben? In extremen Fällen können Gedanken ganz schön zerstörerisch sein. Die Hmong, die gestorben sind und von denen Wes Craven zu Freddy Krueger inspiriert wurde, die haben sich sehr vor bösen Geistern gefürchtet. Theoretisch ist es möglich, dass die Albträume so heftig waren, dass sie vor lauter Angst starben. Das lässt sich aber natürlich nicht nachweisen, weil niemand wissen kann, welche Träume Menschen geträumt haben, bevor sie starben. Was sich nachweisen lässt, ist, dass 80% der Fälle von plötzlichem Herzstillstand bei jungen Menschen erklärt werden können durch Herzerkrankungen, von denen sie nichts wussten. Das macht es zwar nicht weniger dramatisch, aber immerhin ein bisschen weniger gruselig. Also, habt keine Angst einzuschlafen. So ein Albtraum von Freddy Krueger kann euch nichts anhaben. Und sollten euch irgendwelche Ungeheuer nachts heimsuchen, dann richtet ihnen einen schönen Gruß von mir aus. Das sollte sie erstmal irritieren. Und wer weiß, vielleicht ist es ja nicht Freddy Krueger in euren Träumen, sondern Edward mit den Scherenhänden, der einfach nur ein bisschen Liebe braucht. Schlaft gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.